Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, zu einem Fashion Haul. Es ist mal wieder soweit, der Sommer ist vorbei und ich war auf der Suche nach schönen Herbstklamotten. Bin ein bisschen erkältet, deswegen höre ich mich vielleicht ein bisschen komisch an. Ich zeige euch alles, ich habe richtig coole Sachen entdeckt. Ich hoffe, ich kann euch inspirieren und ich versuche alle Sachen unten in der Infobox zu verlinken und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zugucken. Viele fragen mich immer, wie groß ich bin. Ich bin so groß wie eine Kleiderstange, wie man sieht. Also ungefähr 1,63, dann habt ihr eine ganz gute, wie sagt man, einen ganz guten Anhaltspunkt. Bevor ich mit dem Fashion Haul starte, möchte ich euch ganz kurz auf dem Laufenden halten, für alle, die mir nicht auf Instagram folgen. Ich habe meine eigene Brand gegründet, die ich euch hier auch zeigen möchte. Ich trage natürlich alle Stücke aus meiner eigenen Brand. Ich habe diese Schmuckstücke selber entworfen. Die sind 925er Silber mit 22 Karat Gold Legierung, also sehr hochwertig. Ja, hinter jedem Stück steckt eine Bedeutung. Ich verlinke euch meine Website auch unten in der Infobox. Die auf Instagram haben es alle schon mitbekommen. Aber euch möchte ich es auch nochmal gerne zeigen, weil da steckt mein komplettes Herz drin. Und mir ist sehr wichtig, euch damit etwas zu vermitteln, Gefühle zu vermitteln, etwas, an das ihr glaubt, weil man braucht immer so ein bisschen so einen kleinen Anhaltspunkt an Dingen, wo man sich so festhalten kann und auch Dinge, die einen immer wieder daran erinnern, zum Beispiel an seine Wünsche und Ziele zu glauben oder dass man beschützt wird, dass man daran glaubt, dass einem nichts passiert. Außerdem sind die Teile mega stylisch, sehr individuell und einzigartig, ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Okay, das allererste Teil habe ich auch an. Das ist ein schwarzes Kleid. Ich finde, das geht immer. Das ist wie so ein Must-Have im Kleiderschrank. Und das kann man richtig gut mit Boots tragen. Sind jetzt natürlich mit kurzen Ärmeln, aber ihr könnt das auch richtig gut mit einem Blazer kombinieren. Oder auch einfach einen Pullover mal drüber ziehen. Dann habt ihr quasi wie einen Rock und ein paar Boots dazu. Und dann ist das Ganze auch schon ein bisschen wärmer. Ich gucke gerade, weil ich glaube, oder mit einer Lederjacke kann man es halt auch echt mega gut kombinieren. Oder auch mit diesem Blazer, den ich hier gekauft habe, der ist von H&M. Den gibt es tatsächlich auch als Set. Da gibt es noch einen Rock dazu und den fand ich auch mega. Also hat mich sehr inspiriert. Ich weiß noch nicht, ob ich das so zusammen kombinieren würde, aber ich finde so einzeln ist auch ziemlich cool. Zum Beispiel den Rock mit einem schwarzen Pullover zu kombinieren. Ich zeige euch das allererstes. Ich habe so viel zu zeigen und gerate dann immer schnell so in ein Durcheinander. Aber zum Beispiel diesen Rock mit einem schwarzen oder auch helleren Pulli kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Zum Beispiel zu diesem Pulli hier, der ist von Zara. Den kann ich euch auch sehr empfehlen. Da habt ihr auch sehr viel von. Ich glaube, man muss hier nur leider aufpassen beim Waschen. Könnte ein bisschen kompliziert werden. Vom Material her, ich weiß nicht. Man kann ihn auf jeden Fall zu sehr vielen Sachen kombinieren. Zu einer blauen Jeans. Sieht auch immer mega stylisch aus, weil er nicht so lang ist. Ist ein bisschen kürzer und sehr gemütlich auf jeden Fall. Oder diesen Blazer hier zu einem schwarzen Kleid. Kann ich mir auch sehr schön vorstellen mit schwarzen Stiefeln dazu. Und schon ist das Outfit irgendwie schön winterlich und trotzdem gemütlich und stylisch. Und ja, der fällt ein bisschen größer aus, das ist Größe S. Ich finde den Schnitt einfach sehr gut. Mir gefällt auch die Farbe sehr. Ich war jedenfalls wieder auf der Suche nach guten Basics, weil ich liebe Basics und pimpe die gerne halt mit Accessoires auf. Zum Beispiel Schmuck oder eine Brille oder eine coole Tasche oder coole Schuhe. Dass man da so ein bisschen Abwechslung reinbringt, weil ich trage wirklich sehr gerne schwarz. Und habe aber einen sehr schönen schwarzen Pullover entdeckt. Ich bin eigentlich auch noch auf der Suche gewesen nach einem beigen Pullover, der auch so einen Rundhalsausschnitt hat und ein bisschen oversized geschnitten ist. Der ist jetzt von Mango in der Größe M. Der fällt auch ziemlich groß aus. Fühlt sich sehr weich an. Den zu einer hellblauen Jeans finde ich mega und richtig coole Sneaker dazu. Zum Beispiel diese Adidas. Die sind leider gerade überall ausverkauft. Aber dadurch wirkt das Outfit gleich nicht mehr so langweilig. Und was jetzt aktuell auch Trend ist, zum Beispiel eine rote Lederjacke dazu. Also so, ich bin nicht so der Rot-Fan, aber Rot soll sehr, sehr trendig sein dieses Jahr. Irgendwie rote Accessoires, halt eine rote Jacke, rote Stiefel, rote Brille, irgendwie sowas in Rot. Also so schönes Kirschrot. Dann habe ich diesen Pullover noch gekauft. Der ist von Zara. Das ist jetzt Kaschmir. Kaschmir muss man immer, eigentlich bin ich kein Fan von, ich muss mal den Pullover runter machen. Eigentlich bin ich kein Fan von Kaschmir, weil man muss sehr aufpassen beim Waschen, aber es fühlt sich natürlich schön an. Basic Pullover gibt es nicht so oft und gerade auch in diesem, mit diesem Rundhalsausschnitt gibt es nicht so oft. Genauso wie schöne T-Shirts gibt es auch nicht so oft. Ich habe jetzt ein paar gekauft bei
Zara, bei Bershka habe ich welche entdeckt und bei H&M. Bershka hat echt schöne Jeanshosen, da kann ich euch gleich auch nochmal eine zeigen. Also falls ihr auf der Suche nach schönen Jeanshosen seid, dann schaut mal auf jeden Fall bei Bershka oder Stradivarius vorbei. Die T-Shirts bei Bershka sind auch sehr, sehr gut. Ich habe so einige neue T-Shirts gekauft. Da habe ich jetzt einmal so ein Longsleeve, heißt das, ne? Die habe ich auch als T-Shirt, die gibt es auch mit kurzen Ärmeln. Habe ich jetzt auch mal mit langen Ärmeln, weil die trage ich super gerne. Ist halt so extrem basic, aber wie gesagt, diese Basics kriegt man nicht so oft. Das ist von H&M. Dann habe ich mir auch mal eins in dunkelblau gekauft. Die sind so ein bisschen enger geschnitten, aber die sehen richtig schön aus. Zu einer weiten, so einer Anzugshose kann man die richtig schön anziehen. Dann einen schönen Gürtel dazu und das sieht richtig cool aus. Einfach noch einen Cardigan drüber oder so, dann ist auch wieder ein bisschen wärmer. Schöner Stoff auch gerade von Zara. Diese Longsleeves-Tops hier, die haben so einen Stoff wie so eine Leggings und das sollen so Dupes sein zu Skims. Falls ihr euch fragt, was man so unter T-Shirts, unter diesen weißen T-Shirts gut anziehen kann, weil ich finde, also entweder gar kein BH, aber wenn man einen anzieht, dann muss er auf jeden Fall so gut wie gar nicht sichtbar sein. Das ist schwierig zu finden, weil gerade bei Weiß, weiß ich, ist so Hautfarben ganz gut, aber die passen mir irgendwie immer nicht. Und ich habe einen guten, also falls ihr auch so Probleme habt, dass die nicht so gut passen und dann ist das hier so dieser Übergang, so man sieht halt diesen BH und das nervt mich halt des Todes. Und ich habe hier einen entdeckt von May, der ist super dünn, weil ich will diese Kissen einfach nicht haben. Kleiner Hustenanfall. Ich gucke auf jeden Fall mal, ob ich den online finde und dann verlinke ich euch den auch unten in der Infobox. Dann wollte ich unbedingt noch eine Weste haben, das finde ich ganz schön, wenn man auch mal abends essen geht, mal ein bisschen schicker. So eine Anzugshose oder zu einer Jeans mit High Heels oder so, kann ich mir das richtig gut vorstellen. Also so ein bisschen Business schick, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann habe ich noch einen, so einen Overall, auch von Zara entdeckt. Genau, der war auch von Zara, den habe ich aber online bestellt. Und den habe ich auch online bestellt. Der hat mir auch richtig gut gefallen. Allerdings sehe ich, dass der hier schnell fusselt. Ich habe den jetzt einmal gewaschen. Ich hatte den auf so einem Blogger-Flohmarkt an zu Boots. Könnte ich mir aber auch Sneaker ganz gut vorstellen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Der ist halt hinten offen und vorne ist der so zu. Und der hat die perfekte Länge. Also wenn ihr jetzt lange Beine habt, könnte der ein bisschen zu kurz sein. Dann habe ich mir noch einen, diesen Rock hier. Das ist, also der hat mir auch richtig gut gefallen. Es gab eine Zeit, da habe ich den gesucht, überall und habe ihn nicht gefunden. Und jetzt haben wir ihn hier in Grau. Dann habe ich mir noch eine schöne Shorts gekauft, auch von Zara. Da kann man eigentlich auch nie was falsch machen. Die kann man auch rauf und runter tragen. Zu jedem Anlass im Büro, wenn man abends essen geht, im Alltag, auch mit einem schicken, weiten Pullover. Die ist richtig schön geschnitten. Ich habe jetzt die Größe XS und auch von Zara. Dann habe ich mir noch ein Kleid gekauft, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Also mir gefiel, dass das hier vorne so ein bisschen geriffelt ist. Man könnte das ganz schön eigentlich so mit einem Cardigan oder so tragen, wenn es ein bisschen zu kalt ist jetzt mit den kurzen Ärmeln. Ja, ich weiß noch nicht. Bin mir noch ein bisschen unsicher. Fürs Büro ist der, glaube ich, ganz cool, auch wenn man ja, arbeitet und dann so Stiefel dazu, Blazer drüber und dann ist das schon ein cooler Look fürs Büro. Ich muss mal wieder mehr How-to-Styles auf Instagram hochladen. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, weil ich einfach so beschäftigt war mit dieser Firmengründung. Es war sehr viel zu tun. Wie gesagt, ich arbeite da seit Jahren dran und auf einmal ist dieser Tag, also am 8.8. habe ich auch gelauncht, weil so Doppelzahlen haben für mich einfach eine riesengroße Bedeutung. Und dann war sehr viel zu tun. Ich habe mit meinen Freunden gepackt und so weiter. Und zeitlich ist bei mir gerade, muss ich ein bisschen gucken. Zwei Sachen habe ich noch. Und zwar einmal ein schickeres Kleid. Kann man auch, eigentlich kann man das auch ganz gut so im Alltag anziehen. Aber ich habe mir das jetzt hier mit diesen Dingern, diese langen Dinger hier. Die sind gut zum Aufhängen, aber wenn man die anzieht, die Kleider, sind die extrem nervig. Von Zara. Hat mir auch sehr gut gefallen. Kann ich mir auch mit einem Cardigan richtig gut vorstellen, so im Winter, wenn es halt zu kalt ist. Schwarzen Boots oder so. Da hat man eigentlich auch für viele Anlässe etwas davon. Das letzte Teil ist eine Blazerjacke. Also so ein Blazer, ein bisschen wärmer. Und den fand ich eigentlich mal ziemlich nice, weil er halt hell ist. Und da auch dicke Pullover drunter passen und man nicht gleich so mega eingepackt aussieht, sondern immer noch so schön angezogen. Dicken Winterjacken, die sind schön warm, aber man sieht halt einfach aus wie ein Schneemann. Egal, was man drunter hat, schwarzes Kleid, Stiefel dazu, also ich habe da 1000 Looks im Kopf. Ja, ihr Lieben, das war mein Fashion Haul. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren für den Winter. Ich bin auch selber nicht bereit für den Herbst. Ich habe gar keine Lust auf den Herbst. Ich meine, jetzt gerade ist es ein bisschen zu warm, aber ich will es einfach nicht. Ich wünschte, die Tage werden einfach
genauso lang wie im Sommer. Ich glaube, dann fände ich es halb so schlimm. Aber ja, ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mal auf meiner Website vorbeischaut oder auf Instagram. Ich habe jetzt übrigens auch ein Amazon-Profil, das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Da könnt ihr auch ganz viel Inspiration holen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Und vielen Dank für eure Treue. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüssi!